Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu What's Missing. Davon haben wir vor einer gefühlten Ewigkeit, also wirklich so vor mindestens anderthalb Jahren, würde ich sagen, mal die Demo gespielt. Inzwischen ist die Vollversion draußen, die wahrscheinlich jetzt auch nicht ewig lang sein wird. Also ich gehe mal so von irgendwo 1 bis 3 Stunden irgendwie aus. Kleines Puzzle-Game. Ich bin gespannt. Schauen wir mal rein. Muss auf jeden Fall kurz noch einen Schluck trinken. Und dann rein da. Oh Gott, ja, ich erinnere mich. Sensitivity aus der Hölle. Und das konnte man nicht umstellen, ne? Doch hier Gameplay, Camera Sensitivity. Ja, alles klar. That's fine. Läuft's im Stream flüssig? Ja. Also auf jeden Fall auch nicht ruckliger als beim... Es läuft insgesamt irgendwie, hat das so ein... Manche Sachen rendern irgendwie komisch, aber okay. Stellt sich raus, dass die Demo schon das Full Game war. Gucken wir mal. So sehen wir also aus. Oh, wir packen sogar die Hand an den Spiegel. War das in der Demo auch schon so? Ich kann mich nicht dran erinnern. Interesting. Ach ja. Volles Haupthaar. Weiß ich nicht. Achso, klick hier to open the door. Okay. Ah, okay, ich erinnere mich. Riley. So. Und jetzt fehlt hier Planets are missing. Ja, danke, das ist mir aufgefallen. Aber gut, das ist quasi noch das Tutorial, alles klar. So, wir hätten uns vorher mal irgendwie genauer umgucken sollen, ne? Picture, hier sind Bücher, hier sind ein paar Tassen, Globus, Zettel auf dem Boden. Regal, Tafel, ganz viele Bücher, Fireplace, Katzenstatue, Lampe, Tisch. So, Banner, Fenster, Uhr. Alles klar. Crystals tatsächlich, ne? Hier waren eigentlich so Kristallgedönse drumrum. Irgendwas fehlt noch. Irgendwie ist hier vorne zu leer, habe ich das Gefühl. Ja, guck mal hier. Ah, Stars ist das Wort. Okay. Dann sind es tatsächlich nur die Stars, die fehlen. So. Fett. Oh mein Gott, wer war's? Idle Gamer, vielen, vielen Dank für 40 Monate. Holy shit, vielen, vielen Dank. Fast 4 Jahre. Dankeschön. Herr Bernd, ich war schon lange nicht mehr online, bin jetzt meine Steam-Bibliothek durchgegangen und auf Clicker Heroes gestoßen, hab das Spiel gestartet. Und dann bin ich auf deinen YouTube-Kanal und hab dein letztes Clicker Heroes-Video gesucht. Ja, das ist eine Weile her. Du warst damals Anfang 20. Möchte mich für die Zeit bedanken. Hoffe, es geht dir gut. Cool zu sehen, dass du immer noch Spiele streamst. Ja, willkommen im Stream auf jeden Fall. Freut mich.
Ich weiß nicht, ob wir Clicker Heroes irgendwann nochmal machen, aber ja, streamen wird auf jeden Fall weiter passieren. Noch eine Zeit lang, also da sehe ich so schnell kein Ende. Wo hing das Bild? Oh, die Treppe fehlt einfach. Gerade sagen, ich komme nicht mehr zurück, dann fehlen wohl einfach die Stairs. Nach Stars sind es jetzt Stairs. Erstmal muss der Pile of Shame abgebaut werden. Ey, der Pile of Shame ist viel zu groß. Müsste aufhören zu arbeiten. Oh, Books. Es fehlen einfach die Bücher in den Regalen. Obviously. Vorruhestand kann ich mir nie leisten. Oh, der Schreibtisch fehlt. Der Desk. So, es bleibt übrigens nicht dabei. Hier kommen auch noch so ein paar Twists mit rein. Ist das jetzt hier schon? Nein, es fehlt auf jeden Fall nicht Chaos. Der Stuhl fehlt. Ah, sämtliche Stühle. Ich hätte auch Chairs eingeben, also Mehrzahl, aber okay. Ah, die Fenster fehlen. Irgendwie eine weirde Animation, aber dass die Fenster da so gewachsen sind, fand ich irgendwie ein bisschen sehr strange. Oh, der Boden fehlt offensichtlich. Nicht the floor is lava, sondern the floor is missing. Das ist sehr offensichtlich. I fucking love it. Oh mein Gott, Throwback zu Half-Life, Alter. Die gute alte Hammer Engine. Nee, nicht Hammer Engine, der Creator hieß irgendwas mit Hammer. Also der Level Editor. Aber ja, fehlende Texturen. Großartig. I love it. Hatte in der ersten WG mal eine Schublade, die vorne, also die ich einfach mit so pinken und schwarzen Quadraten gemalt habe. Oder lackiert habe, so als würde wirklich die Textur von der Schublade fehlen. Gott, das ist auch einfach. 16 Jahre her. Fuck. Okay. Ich sehe auf den ersten Blick nicht, was fehlt. Irgendwas
Okay, es muss ja irgendwas sein, was wir damit schreiben können. Der Spiegel fehlt, ne? Der Spiegel, in dem wir uns sonst sehen. Ja, das war schon eher tricky. Ich glaube, es schneit. Oh, wir haben auch... Ah, ne. Ich dachte, wir haben ganz leise Eis... ganz leichte Eis... Alter, ganz leichte Eisphysik. Digga. Ganz leichte Eisphysik. Meine Güte. Wärme fehlt. Das war, glaube ich, auch schon in der... In der Demo, daran erinnere ich mich. Ob das mit den Texturen in der Demo war, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich auf jeden Fall hieran. Und das fand ich sehr großartig. Wir ersticken nämlich gerade. Weil der Raum keine Luft hat. Schade. So. Das ist so ziemlich das Letzte, was ich noch aus der Demo wusste. Und irgendwo gab es hinter dem Bild, glaube ich, noch einen Gang oder war da ein Raum und das Bild fehlte und dahinter war ein Raum irgendwie so. Das habe ich noch im Kopf. Aber ansonsten... Das Feuer ist da, das fehlt auf jeden Fall nicht. Gibt es sonst irgendwie so Fliegen? Also ich könnte Flies damit schreiben. Aber mir wären keine Fliegen aufgefallen. Weil die kleinen Punkte, die da rumfliegen, die sind in dem anderen Raum auch. Ist das Bild gleich? Ja, schon. Mir fällt gerade nichts auf. Wir haben kein D. Oder kein N. Also, mir fällt eine Sache auf, weil... Oder? Nee, okay. Das mag am Spiel liegen. Ich dachte, die Soundeffekte fehlen, aber... Ich kann weder Sound noch Noise noch irgendwas in die Richtung schreiben. Das ist es auch nicht. Oh, wir haben sogar einen Sprint-Button. Fancy.
Ja, ich weiß, was fehlt. Unser Spiegelbild fehlt. Das war tricky. Das war tricky. Okay, das ist offensichtlich Light. Oder Lights. Wow. Was? Alter. Oh Gott, Alter. Boah. Gott. Das ist richtig unschön. Nein. Oh Gott. Boah. Alter. Ich habe selten so ein brainfucky Third Person gesehen. Boah. Das möchte ich bitte nie wieder erleben. Fett. Oh, 42 und du weißt, wo dein Handtuch ist? Sehr gut, das solltest du auch stets dabei haben. Vielen, vielen Dank für 42 Monate. Dankeschön. When floating, use space to go back down. Okay. Dann fehlt hier wohl Gravity. Der. Au. Du fährst dann weiter? Nein, du bist, hast jetzt ernsthaft bei deinem Fahrradrennen, Fahrradtour, whatever, kurz angehalten, um auf dem Handy den Stream einzuschalten und zu resubben. Großartig, dann weiter gute Fahrt und vielen Dank. Hier fehlt Zeit, oder? Es bewegt sich halt nichts, das Feuer steht still. Die Uhr auch. Ich würde sagen, time it is. Und was mir auf jeden Fall fehlt, ist ein Schluck Kaffee. Alright. Ah, das Picture fehlt. Genau, hier ist der Geheimraum. Und ich glaube, hier war die Demo vorbei. Wir kriegen einen neuen Raum. Offenbar. Moment. Wir kriegen keinen neuen Raum. Also schon, aber irgendwie auch nicht. Das sind immer noch die gleichen Stairs und das. Aber hier hinter ist alles anders. Okay. What's too big? Okay. My spoon is too big. What the heck? Kann ich ins Wasser? Ja, kann ich. Quack. Quack. Okay. Hören wir mal auf, die Ente zu harassen. Gut. Man kann offenbar ins Gestrüpp springen. Schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, dann. Das Haus da hinten ist offenbar zu groß. Oh, was ist das denn? Das ist einfach nur ein Fireplace, ne? Okay. House. One P.
pill makes you larger, one pill makes you small, and the ones that mothers give you do nothing at all. Oh Gott, wir sind auf jeden Fall zu klein. Oh mein Gott, ich bin winzig. Ah! Relatable content. myself. Again. Gott, wir sind wirklich ganz klein. Lol. Find's schön, dass sie wirklich das Character Model dann auch so klein gemacht haben. Und nicht nur einfach die Cam anders platziert haben. Ich glaube, der Himmel ist zu klein. Oder die Wolken. Entweder Sky oder Clouds. Sky können wir nicht schreiben. Dann sind es die Clouds. Okay, warum haben wir das Ding jetzt hier? Was steht da? What's too big diesmal? Oh, der Cursor. Der Cursor ist zu groß. Das ist alles. Bescheuert. So, auch wieder, was ist too big, okay. Oh. Die macht jetzt nicht mehr quack, die macht jetzt quack. Nee. Let me on. Gosh dang it. Also wirklich gut kann man auf... Gott verdammt. Ich will doch nur auf ihr reiten. Stop staring at me. Dreh dich um, wenn ich aufsteigen kann. Okay, dann halt nicht. Okay, dann halt nicht. Ich hab's versucht. Die Hitbox ist nicht größer. Doch, die Hitbox ist ein bisschen größer, aber nicht viel. Fountain ist auf jeden Fall zu groß. That was an easy one. Was ist zu was? What's too fast? The day cycle? The rotation? Wahrscheinlich rotation. Nee. Also auch wieder Time? Ist es einfach Time? Okay. Macht erschreckend viel Sinn. Da hat wer die Saturation aber ganz schön hochgedreht. What's too big? Saturation auf jeden Fall. Könnten wahrscheinlich auch einfach Colors schreiben. Saturate. Falls man das Wort nicht kennt. Oh wow. Ich bin versucht zu sagen, 1995 hat angerufen, aber... Selbst dafür sieht es irgendwie zu weird aus. Äh.
Vor allem, wie soll ich irgendwas machen? What's too small? Too small? Ah, shit, was heißt denn Auflösung? Ich komme gerade nicht auf das Wort. Resolution, dankeschön. Resolution, aber nicht so geschrieben, wie du es geschrieben hast. Nee, schreiben kann ich das schon richtig. Ich bin noch nicht aufs Wort gekommen. Alles gut, es war einfach so ein Brainfart. Dankeschön. So, was suchen wir? What's too big? Du bist neu. Und du bist weg. Oh, nun, ich glaube, der Mond ist ein bisschen groß geraten. So, what's too small? Nicht der Fireplace. Es sind nicht wir, es sind nicht die Lampen, es sind nicht die Fountain, es ist nicht das Haus. Planet? Ist der Planet so klein? Oh. Ich dachte, ich probiere mal, ob es geht. Nun. Dann ist es nicht Planet? Okay. Habe ich mich verschrieben? Nee, Planet ist es nicht. Aber Islands haben wir nicht. Plants werden es auch nicht sein, weil die Pflanzen sind normal groß, glaube ich. Oder? Ja, die Pflanzen sind schon normal groß, würde ich sagen. Also ich kann es einmal ausprobieren, aber... Ja, nee, ist es auch nicht. Hold on a second. Nee, das ist tatsächlich auch alles wie vorher. Okay. Irgendwas fehlt da. Aber was? Also doch, die Bäume sind's. Die Bäume sind so klein. Sind's einfach die Trees? Das sind nicht die Plants, das sind nur die Trees, okay. Ich finde, Plants hätte man auch durchgehen lassen können. Okay, die Schmetterlinge sind auf jeden Fall zu groß. Und könnten ein paar mehr FPS vertragen.
Vertippt. So rum. Oh Gott. Der Wind ist auf jeden Fall zu groß. Da kommt eine Laterne. Dürfen wir jetzt Wind oder Storm schreiben? Wahrscheinlich eher Wind, oder? So, suchen wir Big, Small, Small, okay. Hello. The heck? Oh, die Windmill. Die Windmühle ist zu klein. Die Windmill. Oh. Verklickt. Sag mal. Ich kann aber auch nicht einfach auf der Tastatur tippen, ne? Ich muss das. Sag mal, die Windmühle. Hm, genau. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht wieso. Eigentlich hat sie gar nichts damit zu tun, aber irgendwie erinnert mich die Windmühle an. Wie heißt das Spiel? Jetzt komme ich nicht auf den Spielnamen. The heck? Aber wie kann ich nicht auf diesen Spielnamen kommen? Ich habe das, keine Ahnung, locker 50 Stunden gespielt. Ist eine Weile her, aber. Ja, ich hab's gleich, ich bin da dran. Das Rip-Off davon war The Looker. Das Puzzlespiel mit den Linien und so. Sag mal, ich muss es nachgucken. Oh Gott, verdammt. Kann man so ein Blackout haben? The Witness. Holy shit. Bin ich denn nicht auf The Witness gekommen? Minecraft. Ja, genau, Minecraft war das, was ich suchte. Nein, The Witness. Die Windmühle erinnert mich an das Dorf aus The Witness. Ich würde sagen, die Sonne ist ein bisschen zu klein. Aber auch nur ein bisschen. And now we die. Aber ich kann dem nicht ausweichen, oder? Ich wüsste nicht wie. Also alternativ ist einfach die ganze Insel, auf der wir sind, zu groß, aber. Oder der Licht.
guck nur noch mal kurz, ob ich das dodgen kann. Er sagt ja richtig. Nee, kann ich auf gar keinen Fall dodgen, oder? Nope. Ich dachte, ich könnte vielleicht drum rumlaufen und halt in den Raum davor zurück. Aber nein, kann ich nicht. Oh, oder ich muss dann einfach schnell ins Haus. Ja, das wäre vielleicht auch einfach clever, ne? Wir gehen dann einfach und gucken uns das nicht an, sondern wir gehen einfach. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Suno. Nein, nicht Suno. Aber die... Ah doch, die Tür geht auf. Okay. Durchsprinten und in den Brunnen. Kann ich das von hier machen? Also eigentlich ist der Fireplace too big, um ehrlich genau zu sein, aber Fire tut's auch. Okay. Okay, der Teich ist ein bisschen zu groß. Ist es jetzt Water oder ist es Pond? Okay, es ist einfach nur Water. Ich hoffe, wir haben wirklich irgendwo noch einen zu großen Löffel. Das fände ich sehr gut. Das würde mich sehr freuen. Aber ich glaube, das My Spoon is too big Meme werden wir hier einfach nicht bekommen. Oh, der Teddy ist sehr groß. Wait, der ist ein Grabstein? Das ist mir neu. Vivian Rogers. My daughter, may she bring light everywhere she goes. Das ist sad. Oh, dann ist das unsere Tochter. Weil das sind offenbar wir. Wow. Hatte nicht erwartet, dass das Spiel plötzlich so sad wird. Das ist die Spieluhr, die wir am Anfang mitgenommen haben. Okay. Ich bin verwirrt. Statues, bookcases, plants, stairs, cobwebs, okay. Na dann. Table? Jetzt einfach mitnehmen? Offenbar nicht. Aber den haben wir doch genau daher, wo er eben auch stand. Ich kann ja vor allem auch nichts eingeben. Also ich muss ja wahrscheinlich den Table neu platzieren. Fun Fact, wir können nicht zurück. Okay.
Nun, das sollten wir offenbar nicht machen. Oh doch, wir können hier zurück. Ja, aber der Table ist doch genau da. Also... Und hier ist ja sonst keiner. Also der Table fehlt doch gar nicht. Was entgeht mir hier? Okay, ich kann es nicht werfen. Nicht wirklich. Ich check grad nicht, was das von mir möchte. Muss das in den Cauldron da oben? Als Zutat? Okay. What's too big? Cauldron. Nee. Der Cauldron ist eigentlich nicht too big. Oh. Noch nicht. Aber jetzt ist er too big. Okay, also wir machen das jetzt quasi andersrum. Ich verstehe. What's missing ist halt jetzt Cobweb und wir müssen dafür sorgen, dass es jetzt wirklich missing ist. Haben wir irgendwo ein Feather Duster? Was ist das hier? Disappear. Kann ich das so hochwerfen? Offenbar nicht. Das hat niemand gesehen. So geht's. What's too small? Crystal Tree. Okay, also holen wir uns jetzt jedes Mal eine Potion und werfen die auf irgendwas? Das... Also da muss jetzt gleich noch irgendwie ein Twist kommen. Das war jetzt irgendwie so dreimal ganz nett, aber jetzt ist halt auch gut. Okay, jetzt haben wir nur Shrink und dann können wir sie wahrscheinlich mitnehmen und in den Kessel werfen. Vermutlich. Oder wir können sie runterwerfen. Ja, das zählt. Okay. What should be missing? What's too big ist die Potion jetzt. Das heißt, wir nehmen eine Growth Potion und schmeißen die auf die, Shrink Potion. Shrinkt aber die Sachen nicht weiter. Schade. What's missing? Unsere Sprunghaltung ist fragwürdig. What's missing? Halt Text, offenbar. Eine Growth Potion. Ich schmeiß die mal auf den Spiegel. Okay, das macht nichts.
Wir sollten die Growth Potion, glaube ich, auf die Tür da unten schmeißen. Also hat uns einfach der Ausgang gefehlt? Nee. Ist die wieder klein, okay. Ah, die andere ist aber auch klein. Die sind einfach beide klein. Okay. I see. Dann nehmen wir doch einfach die Tür vorwärts statt die Tür rückwärts. What's missing is the... Die Bridge. Okay. Dann sollten wir das vermutlich machen, nachdem wir rübergegangen sind. Das war knapp. What's missing? Me. Okay, also schmeiße ich die Vanishing Potion auf mich? Oder ich schmeiße mich selbst in den Kessel. Geht das auch? Also, dass es geht, wusste ich, aber das zählt wahrscheinlich nicht, ne? Ah, okay. Ist ja auch What's missing und nicht What's dead. Das war weird, weil ich halt die Flugbahn noch gesehen habe, aber die Potion nicht mehr. What should be too big? Und wir haben noch eine Growth Potion. Hä? Aber wofür? Die Türen sind doch schon groß. Und da ist er jetzt auch schon grün. Ups. I don't get it. Ich meine, ich kann das jetzt nochmal auf die Tür werfen, aber wozu? Das macht ihr ja jetzt nicht kleiner. Nee. Ich check's nicht. Oh, warte. Muss ich die Growth Potion jetzt auf die Tür werfen? Okay. Es geht aber trotzdem nicht. Ich komme ja trotzdem nicht durch. Ich check's nicht. Ah, warte. I get it. Kann ich crouchen? Okay, dann muss ich das auf der Brücke machen. Oh, fuck off. Okay.
Das macht mich jetzt ja aber nicht wieder kleiner. Help. Ich glaube, ich bin gesoftlocked. Ich kann jetzt auch nicht mehr in den Kessel springen. Oh, warte. Wenn ich den Kessel größer mache, bin ich plötzlich wieder klein. Okay. Okay. Das war weird. Was für ein Umstand. Okay, what's missing statue? Was haben wir für eine Potion? Eine Growth Potion. Benutze ich die auch auf mir? Weil sonst kann ich die Statue nicht bewegen. Aber dann komme ich halt wieder nicht raus. Na, gucken wir mal. Und dann in den Kessel. Oh Gott. Wenn wir da hochkommen. Wäre total gut, wenn man was sehen würde. Okay. Und jetzt sind wir auch wieder nur. Wir sind nicht wieder normal groß. Aber jetzt sind wir wieder normal groß. Okay. Bugger off. Okay, ich kann mich jetzt größer machen und die Statue wegwerfen, aber dann komme ich weder durch die Tür. Okay, also müssen wir erst die Türen größer machen. Geht das auf beide Türen? Nee. Oh Gott. Ist die Statue eigentlich wieder normal groß? So, jetzt ist die Tür größer. Und dann machen wir uns größer auf der Brücke und dann schmeißen wir die Statue weg. Ja, aber jetzt ist die Tür wieder kleiner geworden und jetzt kommen wir nicht zurück. Das ist auch Unfug. Ich meine, die Idee fand ich gut, aber so funktioniert es leider nicht. Well. Okay, das war weird. What should be too small? Hier ist keine Tür.
Also ich kann jetzt myself eingeben, aber ich wüsste gerade nicht, warum. Ob wir dann durch die Tür gehen? Wir haben keine Potion. Ah, vielleicht geht das dann auf. Okay. It should be too big. Water. Damit das Feuer da weggeht. I guess. Okay. What should be missing? Die Bridge fehlt, aber die sollte nicht fehlen. Ohne Schwerkraft kommen wir dann natürlich trotzdem rüber. What's missing mirror? Okay, wir können nicht den Table in den Spiegel werfen. Das funktioniert so nicht. Wir haben... Oh, wir haben eine Vanishing Potion. Okay. Aber... Wait, what? Ich glaube, wir sind im Nether gelandet. It should be missing spirit. Did you really think you could prevent all this? Now it's time for you to join her, Gregory. Die! Huh, so you're protected. Don't worry, that shield won't last for long. What? Was sind jetzt für Shards? Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Oh, müssen die Spiegelscherben hier rein? Okay, okay. Ah, okay, und jetzt habe ich einen Marker, wo die nächste ist. Alles klar. Aber wie komme ich da hin? Should be too small. Gott, diese dramatische Musik macht mich fertig. Leave me alone. Au. Here. Playtime is over. Muss man jetzt eine Gottesanbeterin? No burn. No shit.
Whoa. Ow. I'm stuck. Fuck. Okay, aber wir respawnen hier, okay. Fehlerübersetzpunkt. That's fine. Okay, what now? Suchst du hier nach? And it's gone. Enough. Oh, I'm strong enough to get you inside that stupid shield. Okay. What should be stopped? Wie heißt sie? Game ist nicht richtig, schade. Okay, da ist der Mirror Shard. Wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen. Ich habe keine Ahnung, was ich da eingeben soll. Also Gravity wird es auch nicht wieder sein, das hatten wir ja gerade erst. Doch, Gravity? Aber dann schnell? Offenbar auch nicht schnell. Also sobald ich aus dem Schild rausgehe... Ah, wait a second. Ich hab's. Und jetzt muss ich darauf da hochlaufen, ja? Okay. Das ist ein bisschen cool. Oh. Das hat niemand gesehen. What should be missing? What? Achso, Spirit. You're supposed to stay with me forever. Bringt mir was von Mc's mit. Double Cheese und eine Cola. Okay. Ah, jetzt darf ich dir noch hinterherlaufen, ja? Okay. Du schwebst vorweg.
Oh. Memory Lane oder was wird das hier? Wait, das Bild wiederholt sich. Okay, ich denke nicht, dass wir sie einholen können. Ich laufe erstmal eine Weile und gucke, was passiert. Vielleicht drehen wir uns einfach um. Oh, vielleicht ist das der Punkt, dass wir uns einfach damit abfinden. Und das einfach akzeptieren und nicht versuchen, sie wiederzubekommen. Ich gebe dem Chat an der Stelle recht, es ist sowohl ein schönes Spiel als auch ein kurzes Spiel. Wir haben eine gute Stunde gebraucht. Behind the scenes unlocked. Thank you for finished our game. You've now unlocked the behind the scenes. Okay. First Prototype. Krass, der Prototype ist 3 Jahre alt. Ja gut, warum auch nicht, ne? Ist ja jetzt kein Riesenteam. Ja, okay, jetzt so 16 Concept Arts muss ich mir jetzt nicht angucken. Ich finde es aber ganz cool, dass man wirklich so ein dass man einfach so ein Fortschritt da irgendwie hat und dass man halt wirklich sehen, also so ein bisschen nachvollziehen kann, wie die Entwicklung ablief. Interesting. Dark AI. Na klar, die müssen ja auch auf den Spieler reagieren. Aber auch ein bisschen kirre. Ist halt ein bisschen sehr pixelig. Player Movement. First Menu. Wow. Na gut, halt einfach mit stumpfen Platzhaltern, ne? Broken. Oh, okay. Pixels are missing earlier version. Okay, das haben sie zum Glück wieder rausgenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das an dem... Also, ist das das Resolution-Dinget gewesen? Oder ist die Aufnahme in-game gerade... Also, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die Video-Bitrate ist oder... Hier würde ich auch sagen, fehlen die Pixel. Okay. Fake outside. Na
so fake ist es nicht, oder? Also das Outside ist halt natürlich viel kleiner. Aber perspektivisch passt es doch schon, oder? Irgendwie mit diesem Bossfight habe ich halt gar nicht gerechnet. Also macht halt irgendwie total Sinn. Ah, sie heißt sogar Miss Mantis. Okay. Also macht halt irgendwie Sinn, so seinen inneren Dämon quasi zu besiegen. Aber ich habe null damit gerechnet. Das war so, wo kommt das jetzt her? Okay, von den ganzen Concepts, die ich da sehe, finde ich, glaube ich, das, was sie am Ende gewählt haben. Also, es ist schon somit das Sinnigste irgendwie. Also so die Reihe hier sehe ich am ehesten. Was ist das? Ist es ein abgetrennter Finger? Ist es ein Rettich? Ich habe keine Ahnung. Ist es einfach eine Larve? Vielleicht will ich es nicht wissen. Oh, da war sie noch sehr 2D. Ja nun. Particle Bug for Generating Clouds. Ja, das sieht ungesund aus. What the heck? Denkst du dir, okay, ich habe ein paar Wolken gemacht, gehst ins Spiel und siehst das. Ja, das Foot Placement ist vielleicht... Es ist ein bisschen off, aber meine Güte. Memes, okay. Okay. Oh, das ist tatsächlich echter Code im Spiel. Das heißt tatsächlich Quack, finde ich gut. Aber ja, ist das jetzt so ein Meme, weiß ich halt nicht. Aber okay, nett. Nett. Das war ganz cute. Also, kleines Spiel hätte, finde ich, ruhig noch ein Stündchen länger sein können. Aber dann hätte auch, wie gesagt, noch irgendein Twist reingemusst. So, für die Länge, die es jetzt war, war es okay. Mit den neuen Ideen, die es hatte. So von wegen, so schmeißt die Potions dann auch, beziehungsweise überhaupt die Potions reinzubringen. Und überhaupt das What's Missing-Konzept halt einmal zu drehen dann am Ende auch. So von wegen, dass einem schon gesagt wird, was fehlt, und man muss aber dafür sorgen, dass es fehlt. Und so, aber ja, wenn es noch eine Stunde länger gewesen wäre, dann hätten auch noch neue Ideen reingemusst. Aber ja, insgesamt ganz neat. Das war What's Missing. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch. Und bis zu irgendeinem anderen Video. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.